Willkommen zurück zu DotHack Quarantäne, dem vierten und letzten Teil der DotHack-Serie für die PlayStation 2. Wir haben Mistral endlich zurück. Nachdem wir Macher besiegt haben, haben wir unsere gesamten Charaktere scheinbar wieder frisch zur Auswahl gestellt bekommen, inklusive ihr. Und sie hat verdammt gute Tausch-Items. Seit dem letzten Mal habe ich eine neue Ausrüstung für sie zusammengefarmt und ein bisschen von ihr abgetauscht. Ja, und die wollen wir auch direkt mal geben. Quasi die gleiche Ausrüstung, die wir auch Elk gegeben haben, allerdings nicht mit Tsukasas Stab, sondern stattdessen mit einem Shitto-Traum, was momentan der beste Traum ist, den man mit den Monsieuren auf dem Omega-Server zusammenbauen kann. Alles, was stärker ist als der stärkste Monsieur-Stab, sind nämlich alle spezialisierte Stäbe und ich möchte gerne, dass sie einen ausgeglichenen Stab kriegt, damit sie verschiedene Elemente im Kampf benutzen kann, damit wir sie nicht dauernd umrüsten müssen. Also hier, viel Spaß damit, ein Shitto-Traum für dich. Ja, deine Sammlung haben wir ordentlich dezimiert, indem wir dir schon Items abgetauscht haben. Ja, des Weiteren kriegst du natürlich die Engelskette. Ja, garantiert sogar. Rüste aus. Du sollst uns helfen, also viel Spaß damit. Himmelsrobe. Ja, auch wichtig. Viel Spaß damit. So, dann bist du jetzt schon besser als Wise Man. Ja. Auch die heilige Wacht darfst du haben. Und zu guter Letzt, die Wachschienen, die sind wieder nicht auf maximalem Level, wegen dem kein Schadenszusatzeffekt. Genau das gleiche, was wir auch bei Elk gemacht haben. Die freut sich wenigstens auch ordentlich darüber. Okay, jetzt können wir uns mal kurz Mistrals neue Stats angucken. Jo, kein Schaden. Ausgeglichene Elementare, allerdings stark im Licht fokussiert. Joa. Kann man damit leben, würde ich sagen. Ordentliche Auswahl an Zaubern. Kann Rick Same. Kann wiederbeleben mit Rip Mean. Kommt sich definitiv nicht drüber beschweren, was er jetzt hat. 93 magischer Angriff. Maximale Genauigkeit, maximales Ausweichen. Ziemlich gute Abwehr. Physische Abwehr ist natürlich wie immer so ein bisschen meh, aber das ist ja normal bei den Castern. Okay. Dann machen wir auch direkt mal was mit ihr, aber vorher gucken wir noch ganz schnell bei Kite rein, weil ich habe ihr natürlich ihre Waffe abgetauscht. Ich habe unser Inventar ein bisschen leerer machen können jetzt, denn wir haben jetzt das Twin Miracle. Das können wir auch fast immer jetzt, glaube ich, ausgerüstet lassen. Denn damit haben wir jetzt den Orchideentanz wie bei unserem goldenen Yasha, den Orkanschlag hier wie beim Rayan und die Drachenrage wie beim Crimson Raid. Dementsprechend können wir die drei Schwerter ziemlich vergessen. Wir können das Rayan eigentlich auch aus dem Inventar raustun. Ich weiß gar nicht, warum ich das noch mit mir rumschleppe. Das Suigetsu ist noch nützlich. Lady Killer und Sora's Kling können wir noch benutzen. Sora's Kling für den Fall, dass wir den Todeffekt mal brauchen können. Und Lady Killer sowieso für Abdor halt. Ich tue das Rayan mal eben schnell noch weg. Das habe ich nicht mehr nötig. Jo. So, und dann benutzen wir mal unsere ganze neue Ausrüstung. Wir holen uns jetzt mal die ultimative Combo ins Team und schnappen uns Wise Man. Ja, ja, wir sind's. Die meiste Zeit im Spiel kann man ja überhaupt nicht mit zwei Wavemastern rumlaufen, weil immer ein Wavemaster verhindert ist. Aber jetzt haben wir endlich mal die Möglichkeit, tatsächlich mit zwei Wavemastern rumzulaufen, was gerade für gewisse Quests, die momentan noch offen stehen, sehr nützlich ist. Denn wir müssen ja noch Goblin Fangen spielen. Bei Black Rose war es ja ein bisschen nervtötend, weil sie ein Nahkämpfer ist. Die hat immer das Parfing von den Goblins gestört, weil sie denen hinterhergerannt ist und die auch dementsprechend vor Black Rose weggerannt sind. Die Wavemaster haben den Vorteil, die rennen den Gegner nicht hinterher. Die machen nur ihre Zauber und können sie damit verlangsamen. Das ist perfekt für uns. Oh, es wird wieder dunkel hier. Gobu. Vernichte die Goldgoblins im Feld. Okay. Dann erinnere ich mich, dass ich Mistral vor langer Zeit, bevor sie gegangen ist, ein Speed-Item gegeben habe. Da, sie hat nämlich die Zeitsandalen, damit die mit uns buffen kann, damit die sich nützlich machen kann. Was unglaublich praktisch ist. So, dann stärk uns mal Mistral. Wir wechseln eben auf die Lady Killer, damit wir auch eben zaubern können. Abdo. Ach ja, sie kann auch Lebensregeneration. Das ist natürlich weniger nützlich gerade, aber mach du ruhig, Mistral. Tu, was du nicht lassen kannst. Dann geben wir eben Regime an unsere Leute. Einmal voll durchbuffen, bevor wir die Goblins jagen können.
Wunderschön. Okay, jetzt haben alle alles. Mistrals Ausrüstung wechseln wir eben schnell wieder zurück. Ich bin verwirrt, weil die physischen Werte von den Zeitsandalen besser ist als alles andere, was wir so haben. Hier, die Wachschienen müssen sein. Naja, wegen kein Schaden. Okay. Dann schnappen wir uns noch schnell für Kai einen Angriffsboost. Weil können wir ja. Ja, und einen Genauigkeitsboost. Und dann kann es losgehen. Okay. Team Skills und außerdem Unison-Kampf ist richtig. Nein, nicht Wunderkampf. Unison-Kampf, Team Skills. So. Unsere Allies treffen zwar so gut wie nie. Was ist er denn? Ah, diese Dunkelheit hier, ne? Wo ist der Gegner denn, auf den die casten? Ich bin verwirrt. Oh mein Gott. Team, wo seid ihr? Lief auch schon mal besser mit den Goblins. Wen greift ihr denn an, Leute? Da hinten ist einer. Den haben sie gerade attackiert. Jetzt hat's geklappt. Das sollte eigentlich die ganze Zeit passieren. Da wurde aus irgendeinem Grund gerade nicht geslowt. Ah, jetzt. Aber langsam. War nur eine leichte Katastrophe gerade am Start des Kampfes. Auf wen castet ihr schon wieder, Leute? Ich habe nicht umsonst Union-Kampf eingestellt, damit ihr auf die angreift, denen wir gerade hinterherlaufen. Ich dachte eigentlich, das wird mal eben schnell ein flotter Kampf, den wir hier machen. Aber nee. Stattdessen entscheiden sich unsere NPC-Allies hier nur Quatsch zu machen. Könnte mal eben flotter Kampf sein. Lebt der eigentlich? Der hat doch nur noch ein HP übrig, oder nicht? Ah! Ich wünsche, das Feld hier wäre wenigstens ein bisschen heller. Bam. So, endlich. So, Nummer 1. So, gleich Nummer 2. Aha, jetzt funktioniert's. So sollte das eigentlich die ganze Zeit passieren. Der Gegner wird geslowt, weil die beiden auf die casten wie doof. Und dann können wir einfach hinterherlaufen und ihn angreifen. So sollte das die ganze Zeit passieren, aber nein. Die KI hat sich gedacht, wir verschwenden jetzt Zeit. Deswegen hatte man in den Goblin-Kämpfen bis zu diesem Teil auch nie die KI dabei, weil die stört eigentlich nur. Also nicht das macht, was man eigentlich will. Wunderschön. Wie schnell diese zwei Goblins doch plötzlich zu killen waren, als unsere beiden Allies sich entschlossen haben zu kooperieren. Boy. Okay, Jonah, du hast komische Probleme. Aber wir haben dafür Goblin Panzer Z. Wunderschön. Das war dann die nächste Goblin-Jagd, die wir geschafft haben. Gut, zurück nach Relic City, dann können wir den Panzer direkt mal in die Bank schmeißen. Ich wünschte, wir könnten den einfach an einen unseren NPC-Freunde geben, um die in Verwahrung zu behalten. Aber nee, wir müssen es alles in unsere eigene Bank packen. Jo, kommt ein Panzer Z. Weg damit. Jo, außerdem haben wir neue Mails. Die Nachricht steht da schon seit geraumer Zeit, also gehen wir mal eben schnell unsere neuen Mails lesen. Und neue Bordnachrichten haben wir auch noch. Wahrscheinlich haben wir wieder eine neue Mail von Black Rose gekriegt. Schauen wir mal, was sie will. Und neue Nachrichten haben wir auch. Vor allem müssen wir mal dringend hier den Hintergrund ändern. Wie wär's denn hier aus Liminality? Ich will keine Liminality Artworks. Design haben wir schon mal benutzt. Da ist Balmung. Ah, hier kommt meine Balmung-Skizze.
Und dann nehmen wir ein bisschen Schneefeldmusik. Die ist doof. Steinmauermusik. Na gut, nehmen wir ein bisschen Steinmauermusik so lange. Okay, was haben wir denn? Black Rose. Drüber nachdenkt. Punkt, 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 Smiley Face, hä? Du musst nur davon erzählen, wenn du wirklich willst, aber warst du dabei, als dein Bruder im Koma lag? Ja, ich habe allerdings Abstand gehalten. Mein Bruder bat mich, Wörter zu wählen. Ich sagte, verborgener, verbotener Heiligboden. Und dann fing das an. Dann ist das alles ins Rollen gekommen. Ach ja, die Geschichte, ich erinnere mich. Darauf können wir nicht mehr antworten. Okay. Was haben wir wieder für neue News? Netzkrise und Terrorismus verbunden? Gerüchte über terroristische Vereinigungen, die von in den USA angesiedelten religiösen Führern unterstützt würden, sind weiterhin im Zusammenhang mit der zweiten Netzwerkkrise Pluto Again im Umlauf. Der Grund für diese Annahme ist folgender Text auf dem Bulletin Board einer extremistischen Glaubensrichtung. Es ist an der Zeit, das Netzwerk zu zerstören, das über die sieben Meere wuchert. Arrrr! Die Piratenhacker. Obwohl die Anhänger dieser Glaubensrichtung jegliche Verbindung zu terroristischen Gruppierungen abstreiten, wurden sie bereits Opfer von Gewalttaten. Der WNC verlieh seiner Überzeugung Ausdruck, dass das Risiko eines religiösen Terrorismus gering sei und forderte die Bevölkerung auf, die Ruhe zu bewahren. Okay, wir haben noch irgendwelche neuen Neuigkeiten. Fahrradkurier, schon wieder! Der Fahrradkurierdienst, der schon während der ersten Telefonunterbrechung an Beliebtheit gewonnen hat, ist weiterhin am expandieren, da das Telefonnetzwerk noch immer instabil ist. Wirtschaftsexperten bezweifeln, dass der Erfolg von Dauer ist, da er schon beim letzten Mal sehr schnell wieder abnahm. Das ist die gleiche Nachricht, die wir beim letzten Mal auch schon gelesen haben, nur dass sie dieses Mal schon wieder dran gesetzt haben. Warum? Okay, neue Bordnachrichten haben wir auch noch. Unnormaler Zustand. Terrorismus? Der zweite Pluto soll von Terroristen kommen? So ein Quatsch, hieß es nicht. Ultimate wäre ein perfektes OS. Boah, wie oft haben wir das schon gelesen, ne? Das resistent ist gegen Cyberterrorismus und Computerviren? Das ist doch genau wie beim letzten Mal. Bullshit! WNC und Ultimate haben jetzt aber echt mal Erklärungsnotstand. Boah, zwingt sie ja scheinbar keiner. Alle posten nur auf den Foren ihre aufgeregten und stark formulierten Nachrichten. Ihr regt euch ja kräftig auf. Aber was ich so gehört habe, stammt diese Theorie aus dem Werk, auf dem The World basiert. Irgendein Typ hat im Netz danach gesucht und es analysiert. Daher kommt das Ganze. Klar, die Gleichung soll im Netz zu finden sein. Insofern habe ich keine Ahnung, ob da jetzt was dran ist an der ganzen Geschichte oder nicht. Ach ja, das war das mit der unendlichen Vielfalt. Ist es das Epitaph des Zwielichts? Heißt das so, das Gedicht, auf dem The World basiert? Achso, heißt das so, das Gedicht, auf dem The World basiert? Mein Gott, so schreibt doch kein Mensch. Ist das Epitaph des Zwielichts nicht auch noch anderswo hier? Wer sich dafür interessiert, sollte es lesen. Ja, wir sammeln schon, keine Sorge. Okay, das war nicht sonderlich ergiebig. Was wir da so an neuen Nachrichten gekriegt haben. Dann loggen wir uns doch erstmal wieder ein, nach Lia Pfeil. Wir haben nämlich eine weitere neue Aufgabe, die es zu bestreiten gibt. Und dafür brauchen wir erstmal wieder eine Gruppe. Und wir haben einen wichtigen Charakter schon lange nicht mehr benutzt, den wir theoretisch die ganze Zeit zur Verfügung hatten. Und so würde ich sagen, holen wir uns den nochmal wieder in die Party. Der gute alte Balmunk! Wir müssen auch mal wieder ein bisschen Arbeit kriegen. Und weil wir sie jetzt zur Verfügung haben und gerade frisch ausgerüstet haben, wird sie garantiert nicht vernachlässigt werden. Mistral, komm in die Gruppe. Go, go, Mistral. Okay, Mr. Balmunk, für dich habe ich von Mistral eine neue Waffe abgetauscht, die wir jetzt schon die ganze Zeit mit uns rumschleppen. Plasma-Axt, auch cool. Ich wollte gar nicht mit dir handeln. Wir haben den Phantomschmerz nämlich von ihr abgetauscht. 31 Angriff kann Dunkelheitsangriff, Erdangriff und Wasserangriff. Wasserangriff besonders wichtig, weil er immer noch eine volle Wasserausrüstung hat, was ziemlich cool ist. So, viel Spaß damit. Schauen wir mal, wie der aussieht. Phantomschmerz ausgerüstet. Oh, passt doch ganz gut zu seiner Farbe. Okay. Ansonsten müssten wir eigentlich noch ganz gut gerüstet sein. Kann ich mich nicht drüber beschweren.
Jo, also machen wir uns auf den Weg. Grausam nachtragend Narben. Ein Gebiet, das wir jetzt schon zweimal durchlaufen haben. Ah. Oh. Tja, Balmung, es tut mir leid für dich. Es tut mir echt leid für dich. Ja, ja. Beim nächsten Mal vielleicht. Also, holen wir uns Black Rose in die Party. Badum. Das heißt, dass wir wieder die Start-Standard-Party zurückhaben. Black Rose, Mystery und Kite. Wir werden dazu gezwungen, Black Rose zu benutzen. Also, was soll man machen? Dann ist es halt so. Los geht's, Team. Grausam, nachtragend, Narben. Hauptsache, wir können Wiseman erstmal wieder zurücklassen. Ich bin kein riesen Wiseman-Fan, aber er ist halt einfach ein guter Charakter, wenn man keinen sonstigen Wavemaster zur Verfügung hat, ne? Los geht's. Ohne einen Wavemaster fehlt einfach immer was in der Gruppe. Das ist halt die einzige ordentliche Caster-Klasse des Spiels. Nicht, dass magische Angriffe von den mittleren Rüstungsklassen nicht auch okay sein könnten, aber die Summons und so, die die Wavemaster haben, da geht einfach nichts drüber. Wenn die Elementar treffen, da wächst kein Gras mehr. Aber ich meine, dass ich das Layout inzwischen auswendig kenne, tue ich aber nicht, also benutzen wir eine Feenkugel. Des Weiteren stärken wir mal eben unsere Gruppe. Und haben praktischerweise immer noch das Ding hier für Updow drin. Kann es sein, dass ich die Goblins hier mit der Updow-Waffe gejagt habe, anstatt eine ordentliche Waffe auszurüsten? Muss passiert sein, oder? Clever. Naja. Haben wir Goblin Ladies gekillt. Ach, guck mal, wie schön schnell das jetzt plötzlich geht, die ganzen Buffs hier durchzukriegen, weil Black Rose und Mystery das einfach beide können. Und wir das nicht alleine machen müssen. Ach, das ist so angenehm. Okay, dann nehmen wir das Twin Miracle rein und dann crashen wir los. Ah, Elementtreffer, sehr gut. So muss halt aussehen. Einfach Element treffen und killen, die Viecher. Ja. Data Drain war das Viech mal, würde ich sagen. Data Drain! Virusinfektion ausgebreitet, du hast jetzt Virus kein K. Nice. Ja, für so weit haben wir einen Orchideentanz. Bom, bom, bom. Ach, bessere Ausrüstung ist schon viel wert. Okay, okay. Weiter geht's. Direkt hier links wieder rein. Wir müssen ja immerhin wieder irgendwie 4 Stockwerke runter. Da müssen wir jetzt nicht so viel Zeit hier verschwenden. Hey. Ich wollte eigentlich nur meinem Team sagen, dass sie Skills benutzen dürfen. Eroberer! Okay, dafür haben wir den Orkanschlag. Für ein paar passende Elementtreffer. Blackie. I love what it does. Nicht sterben. Orkanschlag! Ist tot? Er ist noch nicht tot. Ich bin überrascht. Ich wäre fast schon davon ausgegangen, dass er jetzt stirbt. Okay, er hat es noch geschafft. Okay, Mistral, dann Falaref uns mal bitte einmal eine Runde. Dankeschön. So muss das sein. Gut, das ist eine Fallenkiste. Lass mal verstehen. Ist nicht so wichtig, wirklich nicht. Ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Items, die wir besitzen. Ich verkaufe die schon für Geld, obwohl wir kein Geld mehr brauchen. So. Ich meine mich zu erinnern, dass wir hier nach links abbiegen müssen. Und Skills. Und ne, ich habe Orkanschlag, Orchideentanz. Ech, das wäre so ein Retzer. Den Retzer. Natürlich hat er geretzt. Natürlich hat er sofort geretzt. Kill das Viech wieder.
dead again. Ich möchte auf jeden Fall ein Level-Up für Mistral unterwegs kriegen. Ich möchte nicht, dass Mistral nur mit Level 74 hier durchrennen muss, während wir schon Level 78 bald sind. Aber da kriegen wir schon irgendwie hin. Ein paar Encounter werden wir ja noch haben. Und wenn sie so 80 Punkte pro Gegner kriegt, oder 40 Punkte zumindest, dann müsste das eigentlich machbar sein. Für das Stockwerk benutzen wir aber wieder eine Kugel. Oh, oh. Ich würde sagen, wir nehmen da vorne rechts den Encounter einfach mal eben schnell mit. Für die zusätzlichen Erfahrungspunkte für Mistral. Okay, Skills. Und Orchideenschlag. Und nochmal Orchideenschlag. Wunderschön. Ich sehe eine Geisteswassergelegenheit. Inferno-Schlag. Sure. Ein Vogel. Leider haben wir immer noch keinen Erdangriff oder so dafür. Naja, dafür haben wir Caster dabei. Mistral macht das schon. Und wir stehen so lange doof hier. Okay, ist schon tot. Wollte ich ihn gerade Data Drain, da war er schon wieder erledigt. Der Mond. Oh, B4 und da ist scheinbar schon der Boss, okay. Mistral, hast du schon dein Level erreicht? Nope, hat sie erfolgreich nicht geschafft, na gut. Das sind zu viele Erfahrungspunkte, so viele Encounter werden wir wahrscheinlich noch nicht mehr in dem Dungeon zusammenkriegen. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so früh schon hier vor dem Ding stehen werden. Gut, was sollen wir machen, dann ist das so, ne? Okay, wir müssen auf jeden Fall einmal komplett neu durchbuffen, aber unsere alten Dorfs laufen noch geradeaus, wie man sieht, was eine gute Sache ist. Black Rose, du darfst als allererstes Abreihe auf unser Team wirken. Dann geben wir einfach den Befehl zum Stärken. Wir schnappen uns die Lady Killers, um Updown neu zu casten. Aber du. Die beiden können sich um die Regenspells kümmern. Oh, Black Rose kriegt auch Abdo. Mistral als Wave Master wird das eher nicht brauchen. Das ist eigentlich immer ganz praktisch, dass sie nicht so schnell sind wie wir, die Wave Masters. Okay, und dann fangen wir an. Kriegerblut. Kriegerblut. Und Ritterblut. Und Ritterblut. Und Ritterblut. Und Jägerblut. Und Jägerblut. Und Einsiedlerblut. Und Bestienblut. Und Magierblut. Und dann sollten wir eigentlich ganz glücklich sein, ne? Jo. Okay, sind alle durchgebufft? Alle sind durchgebufft. Okay. Wir machen eine kleine Pause an dieser Stelle und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir den nächsten Bosskampf beginnen werden. Mal gucken, was uns hinter dieser lila Wand erwartet. Wahrscheinlich der nächste Datenbug. Wir haben gerade erst eine Phase besiegt, wir haben schon wieder gegen Kubia gekämpft. Wir hatten lange keinen Datenbug mehr. Bis dahin. See ya.